Gezeigt wird der Bühnenwagen der Demonstration zum Protesttag der Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2019 in Berlin. Der Rapper des gespielten Stücks tritt live auf. Einige Plakate der Demonstrationsteilnehmer zeigen Forderungen wie größere Wohnungen und bessere Inklusion. Auch mehr Geld für Beschäftigte in Behindertenwerkstätten wird gefordert. Der Demonstrationszug bewegt sich durch Berlin. Zum einen ist es einfach auch ein politisches Anliegen von mir, Politik irgendwie auch auf uns aufmerksam zu machen, dass wir Menschen sind, dass wir alles machen können, verschieden sind. Ja, ich bin hier, weil wir einfach benachteiligt werden. Und es wird einfach Zeit, dass sich die UN-Behindertenrechtskommission endlich umsetzt. Ja, Inklusion in Deutschland, das funktioniert im Moment zurzeit nicht, weil die Politiker jetzt mal nicht viel machen. Wir bauen mehr Sonderschulen oder Werkstätten und das ist nicht so inklusiv wie Regelschulen halt. Ach, ich war auch in der Regelschule, im Kindergarten war ich in der Regelschule, bin mal auf Berufsschule gegangen, habe nochmal eine Ausbildung gemacht, ja. Das könnten beeinträchtigt auch machen. Also ich fand es bis jetzt interessant, auch mal zu hören, was die anderen zum Beispiel gesagt haben, auch mit dem Geld zum Beispiel, dass die anderen auch mehr Geld wollen zum Beispiel, was ja auch richtig ist. Weil wir wollen ja gleichberechtigt behandelt werden auch, das meine ich. Das ist ja auch was manchmal mit der Benachteiligung. Und ich bin natürlich auch hier, weil ich der Meinung bin, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen durchgesetzt werden müssen. Und es ist eine große Freude, heute hier zu sein. Wetter ist gut, Stimmung ist gut, also alles in Ordnung. Ein Schritt ist, auf so eine Demo zu gehen, um wieder neue Energie zu schöpfen, dass wir nicht allein sind. Ich bin auf die Demonstration gegangen, weil ich das total wichtig finde, dass wir alle mitmachen. Also wenn wir immer darauf warten, dass andere was für uns tun, ja, dann können wir erstmal lange warten und zweitens gehören wir doch dazu, denn es geht um uns. Es geht ja nicht um die anderen, es geht um mich, um Laura, um sonst wem und da ist es wichtig, dass wir dabei sind. Da Inklusion immer noch nicht richtig durchgesetzt wird und Barrierefreiheit auch nicht, oft sieht man dann doch noch Eisläden oder ähnliches, wo man einfach nicht reinkommt, bei uns in der Stadt auch. Und ja, dagegen muss man ja was machen und wenn das keiner macht, dann passiert auch nichts. Inklusion ist wichtig und die Barrieren im Kopf müssen abgebaut werden. Dieses Thema Inklusion hat auch in den letzten 10 Jahren echt Rückenwind bekommen. Wir haben es sehr stark in den letzten 10 Jahren diskutiert im Bereich der Schule, also der Bildung. Ich würde mir wünschen, dass wir es jetzt in den nächsten Jahren ein bisschen mehr auch in anderen Bereichen diskutieren, wenn es beispielsweise ums Wohnen geht oder wenn es um die Freizeit geht oder wenn es auch um die Teilhabe am Arbeitsleben geht. Also
Wie schon gesagt, ein paar Etappen sind wir gelaufen, aber noch lange nicht am Ziel. Also es muss vieles verändert werden. Es gibt ja teilweise nicht mal an den Bahnhöfen Fahrstühle, die funktionieren. Oder man muss bis zum Ende des Bahnsteiges erstmal fahren, um überhaupt einen Fahrstuhl zu finden. Und meistens ist der dann gerade noch kaputt. Ja, und das kann es natürlich nicht sein. Wir wollen ernst genommen werden. Und dann habe ich hier noch ein sehr schönes Schild. Gleichberechtigung aller Menschen. Jawohl. Und redet mit uns, nicht über uns. Und jetzt geht ihr wieder los. Mission! Mission! Wir demonstrieren heute, weil der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist. Mit dieser Demonstration richten wir uns gegen Bestrebungen, behinderte Menschen in Heime abzuschieben. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, seine Wohnform selber zu wählen. Und er hat ein Recht darauf, seinen Wohnort auch frei zu wählen. Wir lassen uns nicht in die erste Etage abschieben. Mit Behördenwillkür muss endlich Schluss sein. Wir lassen uns Behinderte nicht abschieben. Mission! Jawohl! Und wir fahren weiter, danke! Also Inklusion bedeutet aus meiner Sicht, dass nicht nur die Leute am Rand sitzen, sondern mittendrin sind. Für mich ist Inklusion, dass alle Menschen dabei sind. Und zwar wirklich alle Menschen. Menschen mit und ohne Behinderungen. Aber Inklusion ist vielleicht auch weiter zu fassen. Also Männer und Frauen, Alte und Junge, Dicke und Dünne, Große und Kleine, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die schon immer in Deutschland leben. Und mir geht es darum zu sagen, dass eben ja, es schön ist, in einer Gesellschaft zu leben, die vielfältig ist, ja, wo die Menschen nicht alle gleich sind. Und bei Inklusion geht es eben darum, dass alle dabei sind, dass keiner am Rande steht, dass keiner ausgeschlossen ist. Und das ist für mich Inklusion. Inklusion heißt eben auch integrativ am Arbeits- oder entweder Freizeit und Arbeit. Also Inklusion heißt, naja, Gleichberechtigung. Also dass Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen und ohne Behinderung auf eine normale Regelschule gehen, Betriebe oder ja, das ist für mich Inklusion. Ich möchte nur sagen, dass ich das nicht gut finde, wenn Autisten wie von den Behinderten wie Arschlöcher behandelt werden und auch beleidigt werden. Da könnte ich sauer werden und ich möchte, dass es mal geändert wird, dass die Autisten so gleich wie die Behinderten als Menschen mit 54 Jahren behandelt werden. Ich hatte ein großes Problem mit meinen Einzelfallhilfen. Jetzt hat sich das verbessert, aber trotzdem kenne ich auch andere Fälle, bei denen das sich nicht verbessert hat. Und dass halt alle mitmachen können, egal ob im Rollstuhl, ob blind, ob aus einem anderen Land auch. Egal was. Wir brauchen barrierefreie Wohnungen. Insgesamt fehlen in dieser Stadt 20.000 barrierefreie Wohnungen. Und wir brauchen dringend, und zwar nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für alle Menschen, bezahlbaren Wohnraum. Wir auf der Schule haben zwei Rollstuhlfahrer, ich und noch ein anderer. Und ich finde, die Lehrer kommen damit relativ gut klar. Jedoch brauchen wir beide eine Einzelfallhilfe, also ich habe eine Pflegekraft. Und das ist auch unbedingt nötig, weil alleine könnte ich das alles nicht machen. Und man kann das den Lehrern auch nicht zutrauen. Aber wir haben drei Häuser, die sind super barrierefrei ausgebaut. Das läuft ja schon ganz gut. Da muss enorm noch Geld in die Hand genommen werden. Gerade in der Bildung, in der Schulbildung fehlt es an zusätzlichem geschultem Personal. Die älteren Lehrergenerationen sind überfordert, wenn zu 30 Kindern nur 5 mit Lernbehinderung kommen. Wegen euch warten die Polizeileute und alle. Ihr seid ganz hinten.